Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt gemeinsam mit Tobi. Hey Leute. Hey. Wir wollen gemeinsam Civilization 5 spielen. Ihr dürftet das bestimmt schon mal bei Tobi gesehen haben oder in der Grants-Erfahrung auf meinem Kanal. Ich glaube, 2 Folgen habe ich gemacht oder 3, ich weiß gerade gar nicht mehr. 2 hast du, glaube ich, gemacht. Du hast da Minikrieg geführt. Ja, genau. Und wir spielen auf Fractal eine große Karte, Standard, Startzeitalter, Antike. Und haben jeweils 90 Sekunden für unsere Runden Zeit und spielen beide mit einem zufälligen Staatsoberhaupt. Schwierigkeitsgrad Kaiser übrigens. Stimmt, das Wichtigste vergessen. Und ja, haben noch 8 KI-Leute, die hier mitmischen und sich auf den Fractal-Kontinent tummeln. Fractal war, glaube ich, ein großer Kontinent. Na, Fractal ist zufällig. Ach, das ist zufällig. Genau. Na, gucken wir mal, wie es läuft. Das andere war, glaube ich, Kontinente oder Kontinente Plus oder so. Ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass du ein Kontinent plus eine kleine Insel hast und teilweise... Oh, da bin ich auch mal gespannt. Oha, auch nicht schlecht. Also wir wissen jetzt nicht unsere Zivilisation, wir verraten sie auch nicht. Genau, zumindest erstmal noch nicht. Mhm. Und ich, also die, mit der bin ich oft konfrontiert worden, schon mit der, aber ich weiß jetzt nicht... Ja, ich auch. Kann. Aber ich habe die, glaube ich, auch noch nie so wirklich gezockt. Aber, why not? Ist auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen kriegerisch hier, was ich hier habe. Was ist das denn wieder für eine Startposition, ey? Die ist auf jeden Fall gut, aber ich überlege, ob ich noch eins nach unten gehe. Naja, wenn du dadurch noch eine Ressource kriegst, warum nicht, ne? Obwohl, ich bin ja der hier. Da bleibe ich gleich da. Einheit benötigt Befehle, so, dann wollen wir. Aber ich gehe mal ein bisschen entdecken, um zu gucken, dass ich nicht zu sehr... Aber auch geil, dass diese Rohstoff sich hier befindet. Die Leute sehen es ja bei mir. Also. Oh, interessant. Also von der Startposition könnte ich Glück haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich gehe mal hier hoch. So, das wollte ich drücken. Und nein! Dann wollte ich... Oh, da oben sehe ich schon wieder Wüsten, Wüsten, Wüsten. Nee, habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ui, ich habe eine erhöhte Produktion, dass ich jetzt da bin. Das ist gut. Also, wir hatten, ich kann euch schon mal so weit verraten, wir hatten schon mal aus Versehen... eine Aufnahme gemacht, wo dein Spiel zusammengefrechnet ist. Ja, was heißt aus Versehen? Die haben wir ganz bewusst gemacht. Aber der Crash war aus Versehen zumindest. Ja, genau. Mein Spiel ist gefreezed irgendwie. Freeze! Ah, so viel Wüste, das kotzt mich an. Ich weiß noch, wir haben schon mal zusammengezockt und da hatte ich auch eine Wüsten. Also ich habe bei mir in der Nähe Sumpf. Und Sumpf und hier auch ein paar Gebirge. Sumpf ist eklig, weil Sumpf bewegen sich die Leute extrem schlecht und auch am Malus. Wenn sie sich ja, das stimmt. Erinnerst du dich noch an das letzte Spiel, wo ich die Startposition da richtig geil gewählt hatte, wo, ich glaube, rechts von mir war ein Sumpf und links von mir eine Wüste? Mhm. Wo meine Hauptstadt so richtig scheiße war? Oh, ey, das war echt... So, und ja, jetzt geht der Timer auch los. Ich will immer mit WASD mich bewegen. Erstmal die Hand zu den Pfeiltasten jetzt machen. So, ich gucke gerade immer, welche, was ich nehme. Ach, ich muss noch mal ein bisschen gucken über die Zivilisation, die ich jetzt eingeführt habe. Ah, ich bin so dumm! Oh. Was macht der denn? Da lag eine, da sind Ruinen und ich gehe einfach eiskalt dran vorbei. Verdammt, ich habe noch keine gefunden. Hoffe ich mal, aber dass ich irgendwie was bald Geiles ist eine Einheit krieg, bereit dafür, das ein bisschen zu erkunden. So, wow, ich habe extrem wenig Gold. So, nochmal zurückgehen. Eine Joel eine Karte bekommen. Da ist auf jeden Fall ein Stadtstaat. Das ist schon mal gut. Da oben ist auch ein Stadtstaat. Moin. Barbarenlager, ja, super. Kann ich aber noch nicht anklicken, okay, komisch. Weißt du noch, wo man es gucken kann, was seine eigenen Vorteile sind? In der Zivilopädie. Ja, das ist auch das Einzige. War. Ich dachte, es geht noch ein bisschen anders. Nee, ich glaube noch nicht. Ganz am Anfang steht das auch immer. Ja, ich weiß, aber ich wollte es jetzt mal in Ruhe noch schauen. So, ich brauche auf jeden Fall... Also hier könnte ich mir noch eine Stadt vorstellen. Diplomatie. Obwohl, nee, nicht so wirklich, oder? Wo haben wir denn Zivilisation? Ich habe eigentlich so wenig auf. Ich glaube, bei Hilfe einfach, oder? Ja. Wie sieht's hier mit der Liste aus? Die Computergegner, ey, die haben schon wieder so eine Vorteile, weil wir hier auf Kaiser spielen. Ach, nächste Runde. Ich habe es ganz vergessen. Ja, ich bin jetzt gerade. Am Anfang dachte ich geile Position und dann bin ich erst unzufrieden gewesen. Insofern. Ja, ich bin auch mal sehr gespannt auf meine Position. So, jetzt bin ich mal gespannt. Den Einheiten, wie ich die so sehen kann. Mein guter alter Speer ist immerhin fertig. Genau, meine auch. So, Produktion wählen wir mal. Ach, da ist auch nochmal Sumpf. Na super. Ist das ein Barbarenlager? Nee, das ist nur Wald. Ich hoffe mal, dass ich hier auch keine Barbarenlager in der Nähe habe.
Also ich habe eins gleich in der Nähe und das finde ich überhaupt nicht so prickelnd. Vor allem, wo ich... Ah, ich habe auch eine gefunden. Oh, da ist ein Stadtstaat auch in der Nähe. Oh shit, Barbarenlager, ja. Jetzt, wo man es sagt. Ah, selber schuld. Da. Mhm. So, immer also, so. Um für Leute, die es nicht so kennen, Barbarenlager sind am Anfang relativ eklig. Oh ja. So, ihr habt das Bogenschießen entdeckt. Hey, das ist gut. Also, es war eine Technologie, die ich erst relativ spät eigentlich erforscht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade bekommen habe dadurch. Das ist ein bisschen nervig. Ja, das steht ganz kurz da. Also, du musst oben in der Mitte gucken, dann zeigt das hier an. Aber. Auch ein bisschen nervig. So, Stadtstaat, reagier mal. So, ich habe Bibelos gefunden. Ah, meine Stadt ist gewachsen, toll. Meine auch. Wir haben fast dieselben Voraussetzungen, wie es aussieht. Das ist unsere Zeit. Ich kann eine Politik einführen, endlich. Okay, du hast auf jeden Fall... Achso, dann hast du einmal Kultur bekommen, auf jeden Fall. Okay, weil, ja, das kann sein. Weil sonst hättest du es nie geschafft, jetzt schon eine Politik einzuführen. Okay, nehme ich mal einfach das hier. Ja, ich überlege auch gerade, welche Politik... Boah, ich habe gar keine Ahnung mehr. Es ist echt jetzt schon wieder so ewig her. Ich hatte ja mal eine Zeit lang, habe ich dann Civ echt viel gezockt, aber dann habe ich jetzt schon wieder länger nicht mehr gemacht. Oh, ich habe Jerusalem gefunden. Toll, bringt mir auch nichts. Ach, dieses Barbarenlager nervt. Ich bin ein bisschen drumherum gelaufen, aber ich hoffe, dass... Geh mal hier rauf. Da ist auch noch mal Wasser. Da haben wir die Ressource. Ich muss da nochmal runtergehen, aber... Hm. Nee, ich bin auch mal gespannt, was das hier gibt. Komm schon. Hey. Hey, wie die am Anfang ein bisschen lecken, die Einheiten. Ich hab Ur entdeckt. Ist ja urgeil, ey. Urgeil, ja. Wie lange dauert es noch, Grenzerweiterung? 5 Runden. Den hier bräuchte ich, den Kornspeicher kann man immer gut gebrauchen. Ah, das ist gut mit der Ressource und der Ressource. Oder den. Ah, Mann, ey, ich weiß nicht, was ich mir bauen soll. Einheit benötigt Befehle. Ach, da hast du schon ein weiteres Gebäude jetzt fertig, oder was? Ja. Nicht schlecht. Halt, nee, was ich forschen soll, meine ich. Achso. Produktion ändern. Kann ich meinen Fokus schon mal gucken? Mal, ob wir meinen Fokus schon ändern können. Da ist aber mein... Na, nee. Ich will, dass meine Stadt noch wenigstens ein bisschen wächst. Wachst kann auch Produktions... Achso. Ich kann Produktionsfokus einleiten, was mir schon ein bisschen was bringt, aber das ist halt echt zu wenig. Oh, noch ein Barbarenlager. Super. So, der Speer geht mal dahin. So, Bergbau. Also ich glaube, ja, nee, der Krieger, Leute, der Krieger geht jetzt gleich zurück. So viel steht schon mal fest. Oh, was ist das? Ich habe ein bisschen Angst mit diesem Barbarenlager, was da in der Nähe ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir sind Inka angekommen mit dem Speer. Oh, okay. Ich habe noch niemanden bisher entdeckt. Darum war, dass die sich relativ friedlich verhalten. Außer die Stadtstaaten halt, aber kann ja. Ich mir auch nichts von kaufen irgendwie. Nö, wir gehen da nicht, so, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, welchen Typus von Sieg ich gehen möchte. Muss mal gucken, was haben die denn von der Anfang? Das ist schon so ein Pro-Gamer wie Egonson, ey. Ich will nur mal schauen. Ja, ich wollte mal... Oh nein, jetzt kann ich... Wenn ich da jetzt hingehe, ist da bestimmt ein zweiter Barbar. Nee, Schwein gehabt, okay. Könnten da hin? Okay, nee, warte mal. Brasilien habe ich auch schon gefunden. Hier drauf. Das Bogenschützen von Brasilien. Ich sehe es schon kommen und ich bin hier gleich auf einer einsamen Insel oder so. Artemis-Tempel. Nein, den will ich noch nicht bauen. Warum? Gönn dir doch mal was. Dauert ja nur... Was war das gewesen? 37 Runden. 100 Runden. Ist schon schlimm genug, dass die Einheit, die ich jetzt baue, 14 Runden dauert. Also baust du einen Bautrupp. Nee, brauche ich einfach, um die Ressourcen zu nutzen. So, du gehst hierhin und dann dorthin. Immer noch nichts. Also ich habe immer noch keine Gegners. Gegners! Wo das noch ist mal übrigens die englische Variante eines Gegners mit Nüssen. Also wenn du einen Gegner siehst mit Gegnerz. Vielen Nüssen, dann ist ein Gegner. Wie war das nochmal? Auf dem Hügel 25, im Wald 50%? Oder wie ist das nochmal? Was jetzt? Verteidigungsbonus? Wald 50? Ich riskiere es einfach mal. Du hast, glaube ich, Angriff vom Hügel aus, hast einen höheren Angriff mit Fernkampf. Ach so, okay. Boah, scheiße, ey, meine Leute. Der Peter der Zweite aus dem Brasilien und
Pachachucha von den Inkern. Also, Huldimuldi. Ja. Uga Uga. Ich find's ja witzig, dass... Es war so klar, ich greife die Barbaren an und... Ah, oh, ey. Hier sind doch extrem viele Barbaren. Es ist immer so, weißt du, du ziehst dann einen Krieg gegen die Barbaren und dann kommen natürlich da neue Barbaren hinzu. Wenn du kein Volk hast, was kriegerisch gehaucht ist, greife ich die Barbaren nie am Anfang an. Dann sollen sie eher zu mir kommen und dann... Oh, ich habe die Römer entdeckt, scheiße. Ah, die werden richtig aggressiv. Ich wollte die Kuriose sehen. Ich wollte gucken, was die Zivilisation mir bringt. Das ist das normale Zivbonus von der Zivilisation. Oh Gott, ey, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf die Römer. Die Römer sind immer im Krieg, immer. Ja, ja, die Römer sind im Krieg, die... was ganz schlimm ist, ist Attila, der Hun. Wenn du den in der Nähe hast, dann freust du dich auf jeden Fall. Ja, aber die Römer gehen dann auch schon auf den Sack, ey. Ja, ja. Römer, Deutschen musst du ein bisschen aufpassen. Aber jetzt kann ich endlich Politik einführen. Den Glauben, den kann ich erstmal in die Tonne stecken. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie auf Glauben gehe. Und Glauben ist immer so eine Sache, ja, das stimmt. Die Unabhängigkeit. Produktion in jeder Stadt ist zwar gut, aber ich will nicht auf viele Produktionen gehen. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich die Tradition nehmen. Ich glaube, ich gehe hier hin. Ja, oh Mann, ja, ich bin echt gespannt, was das hier wert für eine Runde, ey. Ja. Also Leute, mein Ziel ist es mehr oder weniger dadurch, dass wir so wenig Zeit haben, nur relativ wenig Städte zu bauen. Also, da gibt es natürlich geilere Zivilisationen wie Indien oder die, ach wie heißen die, wie heißen sie da? Venedig? Nee. Weil Venedig muss ja die Leute ja, immer... Venedig ja auch, aber ich meine die... Wie heißen sie? Na, Prost Mahlzeit, ey. Hier stehe ich natürlich mega scheiße jetzt. Die Apachen? Waren es die Apachen gewesen? Die haben eine höhere Grenze von Anfang an gleich. Ah, die, ja, das stimmt. Die sind auch nicht schlecht. Jetzt gehen die dahin? Wollen die mich verarschen? Und noch eine Ruine, sehr gut. Fortschrittlich, ne? So, jetzt mein Suchertrupp, mein Aufklärer zu Bogenschützen geworden. Ich weiß nicht, ob ich darüber mich freuen soll. Ich kann Pantheon gründen, oder wie der nochmal heißt. Pantheon. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll, ne? Hast du auch nochmal Religion bekommen? Warum habe ich eine Religion? Ja, das frage ich mich aber gerade auch. Die muss ich... Das ist vielleicht auch nur durch eine Ruine oder durch, Ich habe aber keine... Ah, vielleicht war ich in Stadtstadt. Genau, Stadtstadt kann dir auch Religion geben, wenn du eins hast. Ne, habe ich irgendwas? Warte mal, ich habe doch hier... Jetzt muss ich doch mal entdecken, was der nochmal für eine... Ich will nicht die Spezialeinheiten wissen. Ich will wissen, was der für eine Spezialfähigkeit hat. Nicht über die Geschichte. Bin ich dumm? Das hier wollte ich, genau. So, okay, ich habe Pantheon gegründet. Na, Prost Mahlzeit, ey. Ob mir das irgendwas bringt. Obwohl hat dein, warte mal, 1, 2, der kommt nicht dran. Okay, dann kann der mal anfangen. Weil die Barbaren machen jetzt ja echt gerade Stress bei mir. Das nervt mich ein bisschen. Mhm. Oh, die greifen mich sogar an. Kacke, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn die angreifen. Oh, Ruin entdeckt nochmal. Oh, obwohl. Sehr gut. Nice one, ich kann die upgraden. Oh, ah, da sind auf jeden Fall die Brasilianer. Da sehe ich ihr Land. Wird wahrscheinlich Rio sein. Stadt oder... Nee, wird Rio sein oder Brasil? Was denkst du? Brasil, Rio, hm? Ich weiß auf jeden Fall, dass die Hauptstadt ist ja eigentlich Brasilia, aber in dem Spiel ist es Rio. Mhm. Ist ein bisschen, ich glaube, das hat auch was Historisches mehr zu tun. So. Das hat weniger momentan im politischen Stand zu tun, als mehr das historische Stand. Ja gut, aber dann wäre ja auch Berlin nicht bei Deutschland, ne? Kommt drauf an, ab wann man das nimmt. Berlin. Alter, Berlin. Die Map ist doch noch größer, als ich dachte. Ja, bei mir sieht es gerade aus wie ein langgestrecktes Europa ein bisschen. Also langgestreckt kommt hin, Europa nicht. Aber ich bin ja auf der anderen Seite wie du. Ich könnte ein bisschen Pyrenäen sein, hier ein bisschen der Zipfel von den... Also hier würde ich gerne eine Stadt bauen. Essen sind die Dänen, aber... Also dass ich im Westen alles Gebirge habe, finde ich auch mal interessant. Ich kann schon wieder Politik einführen.
Einheit benötigt Befehle. So, Produktion von Bau von Wundern. Barbaren, fick dich. Loses Kulturgebäude. Räucherwerke, hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann da. Wunder. Jetzt schon so früh auf Wunder gehen? Ich weiß nicht. Wunder bringt schon eine Menge, aber ich habe erstmal was anderes gemacht. So. Oh, und das ist nochmal eine Ruine. Sehr gut. Wunder gehen immer. Was, du findest jetzt noch Ruinen? Ja, ja. Nicht schlecht. Sogar zwei, oder? Ah, nee, das andere ist ein Barbarendorf. das scheiß Barbarendorf hätte ich eigentlich gerne ausgeräuchert. Bevor die mir hier nachher zu nahe kommen. Na gut, ich bin fertig. Inka heißt Cuscus übrigens. Fast Cusco. Achso, die Hauptstadt. Die Hauptstadt, ja. Ich hab Caesar doch entdeckt. Wieso sehe ich in seiner Hauptstadt nicht? Ach, muss man erst eine. Da muss eine Botschaft haben. Ja, stimmt. Was haben wir bekommen? Ihr findet Überlebende. Ah, sehr gut, geil. Ist deine Stadt gewachsen, wa? Ja. Obwohl ich es immer geiler finde, wenn man direkt einen Bewohner bekommt als Stadtwachs. Weil dadurch steigt leider auch die Unzufriedenheit und och, wir sind hier durchgekommen. Da will man dir schon mal was Gutes tun und du meckerst trotzdem. Echt mal. Aber vielleicht könnte ich einfach immer mal... Immer unzufrieden, der Junge. Das Opfer planen. Sollte ich mich konfrontieren? Ich guck mal, ich habe einen Wald um mich herum, vielleicht habe ich da ein bisschen Glück. Die nicht so schnell hinterherkommen. So, jetzt ein bisschen die Modernisierungen hier bauen. Das ist immer wichtig. Hast du schon Bautrupp oder was? Ja, zwei Stück schon. Wow, ach, aufgrund der Kultur oder was? Jupp. Hab ich gerade gewundert. Oh nein, da kommen Barbaren jetzt da oben. Ja, Pantheon, ich kann jetzt auch ein Pantheon gründen. Warum das denn? Oh, es hat sogar schon jemand gerade noch einen Pantheon gegründet. Ah, nee, stimmt, ich kann nicht machen, sondern das ist, wie du meintest. Achso, dir war auch die Anzeige, ja, genau. Ja. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass... Oh, Naturwunder entdeckt. Gram Mesa. Oh, Gram Mesa macht doch so viel zufrieden. Nee, was macht Gram Mesa nochmal? Ich glaube, Glauben. Glauben, ah, okay. Aber kannst du mit der Maus rübergehen, dann siehst du es. Ja, da steht nur zwei Hämmer und drei Gold, aber das ist ein bisschen wenig für ein Naturwunder, oder? Also kommt mir wenig vor zumindest. Wo gehe ich denn jetzt hin? Einmal hier. Oha. Ey, es ist hier nichts los bei mir, ne? Nur der scheiß Römer, wenn ich den richtig schnell in den Popo und so. Oder er dich schnell in den Popo? Nee, ich hoffe nicht. Obwohl, der hat ja so seine Zeitspanne, wo es dann richtig abgeht, wenn du gegen den bist, ne? Mhm. Also hier, wie gesagt, würde ich gerne eine noch hinbauen. Das ist eine gute Position. Bis auf die scheiß Tundra wieder. Jetzt habe ich einen Bautrupp, aber in der Nähe von mir sind dämliche Barbaren. Nein, da sind Ruinen. Oh, warte mal, der Römer hat 1, 2. Der Römer kommt gleich nicht dran. Oh, noch ein Pantheon gegründet. Super, kann ich nichts machen. Krieger stellen wir mal hier hin. Dann kann ich das Barbarenlager nämlich sehen. So, Leute, was machen wir jetzt? Ne? Was Krieg. Bauen wir jetzt? Krieg. Sie haben uns den Krieg geklärt. Würde mir das hier was bringen? Ich hätte natürlich das hier als Zusatz, als Möglichkeit. Was mir dadurch ein bisschen mehr was bringt. Allerdings die anderen beiden Ressourcen sind nicht da. Wie sieht's aus? 5 Runden, um Wachstum zu bekommen. Ich werde mal einen Speer bauen. Speer gehen immer. Ja, gerade am Anfang. So, ich frage mich, wenn ich mich hier hinstelle, ob die mich angreifen würden. Wahrscheinlich nicht. Elenden Feiglinge. Der Kalender wurde entdeckt. So. Was machen wir jetzt? Ich muss auch gucken, was. Kalender brauche ich, glaube ich, auch noch. Ja. Da brauche ich aber Keramik für, oder? War das nicht so? Und ich muss aufpassen. Ich muss mich jetzt. Ja, den Kalender brauche ich. Ich muss, glaube ich, in die Bronzeverarbeitung gehen, um Dschungel zu entfernen. Da muss ich nämlich, sonst bekomme ich das eh nicht hin. Tierzucht bringt mir momentan nichts. Hab ihm das Ding weggerusht. Aber hat nur Gold gegeben, leider. Schade. Die Ruine oder was? Ja. Aber hier scheint wirklich, ey, hier ist, ich bin schon so weit gegangen, also hier, momentan sehe ich hier nichts. Muss schon fast einen neuen Speer bauen, damit ich da alles sehen kann. Ich glaube, ich greife hier gleich an. Oh, doch. Jetzt habe ich einen englischen Speer entdeckt.
Engländer. Suddenly a wild English ugly guy appears. Engländer, naja. Die breiten sich halt gerne aus, wa?